Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Feed the Beast Revelation. Mit mir, euren Emilia, der in der letzten Folge total verplant war. Und hoffentlich diese Folge wieder denken kann. Oh, Opa, ich glaube, ich muss neu connecten. Die Welt ist bei mir wieder tagt. Ja, später. Ich habe hier Chunklöcher. Ja, ist egal. Flieg erstmal weiter. Okay. Einfach straight, dass man in der Richtung besten. Yep. Das Ding hatten wir schon abgebaut. Und fliegen wir mal jetzt hier so straight Richtung Westen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ab und zu mal landen, um aufzuladen. Ja, zum Glück hat ja unsere tragbare Energie genug Energie dabei. Ja, richtig, aber trotzdem geht die Energie halt. Während des Fluges kannst du nicht laden. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil Jetpack Fuel zeigt mir auch gerade an, der sinkt ab. Oh. Server hier, der Server, der hat es irgendwie heute gerade nicht mehr so. Ja, aber hier scheint wir schon in Gefilde zu kommen, wo neu generiert wird. Oh, sehe ich da gerade ein Bewohnerdorf? Villagerdorf? Ja, das dürfen wir auch nicht kennen. Nee, kennen wir auch nicht, sonst hätte ich das auf meiner Minimap verzeichnet. Da geh ich doch mal runter und guck mal, ob es da irgendwelcher coolen Loot gibt. Nee, dann lass mich wenigstens Kennzeichen, dass wir den Ort wieder haben. Ja, das ist ja doch gleich neben, das ist direkt neben unserem Haus, neben unser Dings. Aber hier haben wir, oh, alter Schwede. Hier haben wir eine sehr, sehr große, immer ordentlich Sand her. Das heißt, du hast die Düne gefunden, jetzt brauchen wir nur noch ein kaltes Biom, damit wir auch an dieses gefrorene Zeugs kommen. Wir brauchen ja diese Mobs, die in kalten Biomen spawnen. Ah, da hinten sehe ich dich fliegen. Oh, hier ist ein Enderman. Ich sehe auch einen. Den hole ich mir mal eben. Ja. Dito. Weil wir brauchen Enderperlen. Alter! Was kommt denn hier runter? Ne, ich muss fliehen. Da sind sehr viele schießwütige Skelette. Also jetzt reicht's, eine Spinne auch noch. Jetzt reicht's aber langsam. Da will man doch nur einen Enderman haben. Oh, hat auch eine Dings gedroppt. Hallo, hier oben bin ich. Mal kurz, wo bist du denn jetzt? Da bist du, irgendwo. Ja, ich versuche gerade einen Enderman sauer auf mich zu machen, dass der zu mir kommt. Hä, wo bist du denn jetzt hin? Hallo! Irgendwo hier. Ach da. Das Vieh ist runtergefallen. Okay, ich bin weg. Ah, da drüben ist noch einer. Ah, ich sehe gerade, du bist an einem anderen Ort. Jawohl, und die zweite Enderperle. Ich habe auch eine Enderperle. So, dann fliegen wir mal. Guck mal, hier ist sehr, sehr viel Strand. Ja, nur Sandprobleme hatten wir nie, weil es ja durch Ender.io die Möglichkeit gibt, alles mögliche Materialien zu zerschreddern, um daraus Sand zu gewinnen. Richtig. Aber falls wir was bräuchten, hier haben wir was. Aber Schleiminsel gibt es hier genug. Ja, da oben ist auf jeden Fall noch eine. Da ist noch ein Bewohnerdorf. Ich sehe es. Ah, da. Da fliege ich mal hin, damit ich einen Checkpoint setzen kann. Ja, da kann ich mal da dort zwischenlanden. Kurz was essen. Wir haben doch noch deinen Unterwassertempel, den du mal gefunden hast. Haben wir doch auch noch auf deinem gekennzeichnet. Also habe ich gekennzeichnet. Ja, richtig. Wir haben noch einiges, was wir zu entdecken haben. So, die lande ich jetzt dazwischen. Dann geht's gleich weiter.
Ja, kurz was, ganz kurz was gucken. Ich suche nämlich ein. Ah, ein Endermännchen! Hier sind sogar zwei! Irgendwo, ein zweiter. Jetzt ist es zu spät, wir sprechen. Wir brauchen diese verdammte Presse, ey. Das ist viel wichtiger. Jawohl, Enderperle. Ah, ja, hier ist. Von deiner Position aus straight Richtung Süden. Moment. Hier ist doch kein. Ich höre einen Enderman, aber ich sehe keinen. Der ist im Haus. Mein Minecraft-Sound ist komplett weg. Fällt mir gerade so auf. Was ist mit Minecraft? Mein Sound ist komplett weg. Nee, ist nur die Jetpack-Animation. Na komm, ich will nicht heilen. Noch ein Enderman sehe ich. Da ist die Sky Chest. So. Hab drei Enderperlen. Sabine wird sich für Müll in der Tasche. Eieiei, jede Menge Müll in der Tasche. Ja, aber hier ist leider nichts zu holen. Oh, ist ja noch ein Schluck auf. Wie komme ich jetzt hier raus, ohne diese blöden Zombies zu knutschen? Bist du jetzt? Auf dem Weg. Also du sagst das Süden. Yep. Ist hier noch ein Enderman irgendwo, aber hier gerade nicht. Gut. Ah, ich sehe dich. Du klatscht auch gerade ein Enderman. Yep. Jawohl, da geht's. Gehen wir mal so in die Richtung hier. Ah. War ich gerade drin, da haben wir nur eine Silicon Press. Also hier in den Meteoroiden war nur eine Silicon Press. Ja, leider. Warte, hier ist ein Enderman. Nur eine Silicon. Jawohl, Enderperle. Südwesten. Wie viele Enderperlen hast du schon? Drei habe ich. Ich habe vier. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Hier ist noch ein Enderman. Ja, ich habe keine Lust mehr. Wir brauchen Enderperlen. Ja, aber ich würde halt ganz gerne wenigstens in der Folge schaffen, weil, guck mal, ein drittes Spiel rum, ich würde es gerne schaffen, die Dings zu finden jetzt. Da ist noch ein Tempel. Und noch eine Enderperle. Ich fliege jetzt straight über Wasser Richtung Süden. Ich hoffe, dass mal irgendwer Land hier wieder kommt. Ja, notfalls muss ich schwimmen. Ja, das wäre schlecht. Mit elektronischen Geräten. Oh, sogar ein Enderman-Kopf. Oh, sehr schön. Da vorne ist. Ach, das ist eine kleine Insel oder was? Nee, das scheint Land zu sein, okay. Du bist straight nach Süden, sagst du? Ja, straight Süden. Oh, warte mal, was ist das? Ist das ein Vulkan? Vulkane? Hier in Minecraft? Ja, natürlich. Ja, das ist ein Vulkan im Wasser. Okay. Oh, und jetzt
es ist tatsächlich nur eine Insel. Gut, ich habe eh nur noch 48% Akku, ich muss eh mal kurz zwischenlanden. Ja. Ja, ich glaube, ich sehe den Vulkan, von dem du gesprochen hast. Bongli. Was? Wenn du den Vulkan siehst, musst du nach rechts. Ja, ich sehe dich da. Ah, da bist du ja. Noch mehr Wüste. Ich möchte mal langsam ein Eisbiom. Ich habe da auch schon eine geile Idee. Man kann auch diesen, man kann so einen Handteleporter craften. Da kann man im Eisbiom so ein Empfangerteil hinsetzen. Und dann kann man sich jederzeit ins Eisbiom teleportieren. Ja, aber das ist tatsächlich nur eine kleine Insel. Ja, eine Sandinsel. Ja, wie gesagt, wie ich ja schon sagte, Sand brauchen wir wahrlich nicht. Nee, wir brauchen Land. Boah, ist aber echt Wahnsinn. Ich setze mich auch mal kurz ab, um meine Energie wieder aufzuladen. Übrigens, mit Shift senkst du dich schneller ab. Ich weiß. Ganz schnell mit L. Mit L, ja, natürlich, klar. Oh, klar. Standbild. Geht wieder. Okay, also wenn du Südwesten weiterfliegst, da hinten. Oh, da. Ich sehe dich, ich folge dir. Ja, da ist. Das sieht sehr nach einem Hydroid aus. Ja, ist ein bisschen unpraktisch, wenn man keinen Kompass hat. Da muss man ja alles selber suchen. Boah, das ist ja nicht das Problem. Das ist auch eine schöne Insel hier. Auch ein, ja, das ist ein Meteorit. Eine kleine Insel hier. Interessant. Ja, Meteorit. Es könnte man noch einen Tachometer gebrauchen, der einem sagt, wie schnell man fliegt. Oh, da ist schon die Chest. Logic Press. Hey, sehe ich da Glasblöcke oder was ist das? Ja. Das ist ja, wenn der Meteorit ausschlägt, wird halt dann zu Glas. Weil halt Hitze. Soll ich das Glas mal abbauen? Kann ich nämlich abbauen. Nö, brauchen wir nicht. Hast du die Tour gefunden? Oh, ja, aber ist, falsche. Auch nichts drin. Ach, verflucht. Logic Press haben wir schon. Oh, ein Piratenschiff. Ja, ich überlege gerade, ob wir haben jetzt eine bessere Ausrüstung. Ja, haben wir. Ob wir mal kurz Hallo sagen. Habe ich auch gerade gedacht. Einfach mal so rein. Hallo. Dass mein Spiel hängt. Ah, jetzt geht's wieder. Oh, hier sind zu viele drauf. Das schaffen wir nicht. Sind nur ein paar Zombies. Zombies? Zombies nicht? Nein. Oh, nein. Okay, Skelette. Ich bin auch weg. Ja, fliegen wir straight Norden. Wieder zurück? Ja, hier auf die Insel, wo wir eben waren. Weil da haben wir noch eine Chance zu gucken, eventuell. Was diese Skelette angeht, ich könnte eine Armbrust bauen. Da kannst du die Viecher mit einem One-Shot killen. Okay, ja, gut. Ja, genau, die. Nicht die Armbrust, sondern. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier hatten wir noch einen kleinen Tempel. Können wir auch mal reingehen? Ja, das ist nur so ein kleiner. Ach so, ein Astral Sorcery Tempel ist das. Ja, genau. Ich dachte, ein Wüstentempel wäre das. Eine Wüste haben wir noch gar nicht gefunden. Wir haben immer nur Strand gefunden. Schon mal auf der Karte geguckt, sind wir dann vorbeigeflogen. Da hinten ist noch ein Meteorit, sehe ich gerade. Ja, wunderbar. Ja, das ist natürlich sehr komisch, dass zwei Meteoriten sehr nah beieinander sind. Aber das ist nur eine Insel hier, ne? Eine kleine Insel. So ein kleines, quasi unbedeutendes Eiland. Nicht, dass sie irgendwas Besonderes ist, aber es ist eine relativ große Insel. Oh, die
Chest ist sogar offen. Aber auch den Silicon Press, die haben wir schon. Ah, wieder Fehlschlag. Yep. So, können wir mal gucken, in welche Richtung wir sind. Jetzt da sind wir lang, da sind wir lang, da sind wir lang. Das heißt, wir müssten jetzt am besten mal so in die Richtung. Ah, da drüben ist die nächste Insel. Das ist tatsächlich nur. Nee, das ist Land. Oder? Ja, das ist Land. Der lädt mein Jetpack nicht auf, obwohl ich am Boden bin. Batterie vielleicht leer? Nein, aber fast. Ist nur 1.011.000 drin. Ja gut, das reicht ja noch. Jetzt ist aufgeladen. Da hinten ist noch ein Meteorit. Ja, ist ein Meteorit. Sehr gut. Der spuckt mir gerade eine Fehlermeldung nach der anderen aus. Ja, weil wir halt ziemlich schnell ziemlich viele da, Karten Flächen aufdecken. Das ist normal. Ja, der sagt nämlich aus, can't keep up, did the system time change or is the server overloaded? Genau, der ist gerade völlig überlastet, weil wir halt so viele neue Sachen aufdecken. Im Singleplayer passiert das weniger, das ist ja meistens mehr im Multiplayer. Richtig. Weil weil er jetzt zwei Personen gleichzeitig. Das Ding ist auch offen, komm, bitte. Silicon Press, Logic Press, haben wir beides schon. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Wieder Fehlschlag. Brauchen halt die Calculation Press. Aber hier drüben war noch irgendwo. Guck dir erstmal auf die Übersichtskarte, vielleicht gibt's einen Ort, wo man noch hin kannte. Ja, hier drüben ist noch so ein komischer Baum. Wenn das Spinnenweben. Ja. Ah, hier ist auch noch einer mit Spinnenweben. Gut, nimm du den und ich nehme den hier vorne. Hä? Spiderweb von Palms Harvestcraft. Das ist ein anderer Baum. Okay, dann ist es der falsche. Ey, das ist jetzt der 5. oder sowas. Mit Fehlschlag. Guck mal. Okay, ist auch ein Fehlschlag. War auch ein falscher. Da drüben ist noch ein Meteorit. Ja, das ist aber schon aufgedecktes Gebiet. Ich glaube, wir fliegen gerade schon die gleichen an, wo wir schon waren. Waren wir da schon? Ich habe die nicht gekennzeichnet. Wir müssen mal gucken. Nein, waren wir noch nicht. Wir waren links. Wir waren im Westen. Hier waren wir noch nicht. Das ist auch ein größerer wieder. Ja, es ruckelt auch. Hier waren wir definitiv noch nicht. Hier ist auch mit Glas. Ja. So. Komm schon, Mensch. Logic Press, wieder die falsche. Warte, ich guck mal auf die Übersichtskarte, dass man was gucken kann. So, wir sind da einmal rum, das heißt, wir müssten uns jetzt. Wir sind im Kreis geflogen, hast du das gesehen? Ja, ich weiß. Das war ja auch der Plan. Das heißt, wir müssten uns jetzt entweder Richtung Norden oder eher Richtung Nordwesten orientieren. Ich würde sagen, wir erstmal nach Norden und dann wanken wir um nach Nordwesten. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe lange genug gestanden und der hat mich aufgeladen. Was soll denn das? Also sehr, sehr viele Meteoriten, aber keinerlei Chancen. Mal über die Wolkendecke rübergehen.
Das schwarze Loch ist auch 1800, also 1,8 Kilometer entfernt. Also wir sind, also wenn wir nordöstlich fliegen würden, würden wir direkt aufs Zufliegen. Oh, Server hängt kurz. Hatte ich auch gerade. Kein Land in Sicht wieder, ey. Meine Güte. So viel Ozean, wie wir hier auf der Karte haben, das ist Wahnsinn. Können wir ordentlich pumpen. Die ganze Geschichte leer. Aber wenn es vorne hier in dieser, wenn es hier in diesem Spiel. Warte mal, ist das hier? Nee, ich glaube Irrtum. Ja, wenn es hier keine endlosen Wasserquellen gäbe, dann könnten wir Wasser pumpen, aber wir brauchen das Wasser nicht hier. Ja, wir müssen uns mal einen Tucke weiter links halten. Kommen wir nämlich auf den. Auf das Land, was er mich schon gesehen hat. Das frage mich eben auch. Kurzzeitig, wo ich gedacht habe, Land. Aber falsch. Ja, wir dürfen nicht nach Osten, weil da ist das Festland. Richtig, wir müssen weiter hier rüber. Oh, dann können wir auch noch so ein oder zwei Hafenstädte basteln. Ja, das wäre cool. Können wir gerne in Angriff nehmen. Natürlich vorausgesetzt, wir sind soweit. Ja, das wird aber wahrscheinlich in den nächsten 80, 90 Folgen eh nicht passieren. Eben. Aber die Zuschauer können sich schon mal darauf vorbereiten, dass wir Ideen haben. Ach, ich wollte gerade sagen, da kommt Land, aber nein, das war kein Land, das ist wieder Schatten von der Insel. Boah, das wird ja immer schlimmer mit dem Zurücksetzen, weil der Server nicht hinterherkommt. Ja, wir müssten eigentlich mal kurz Pause machen. Können wir das korrigieren, indem man dem Server mehr Speicher zugibt, oder geht das, nein, oder hat das damit nichts zu tun? Nein, das hat damit absolut nichts zu tun. Ist der Kartengenerator? Ja. Ich habe Unterwassertempel entdeckt. Haben wir so viele von, kannst du eigentlich ignorieren. Da gibt es aber auch Loot. Ja, aber nicht so wirklich viel. Und noch ein Piratenschiff. Ja, der Server kommt echt nicht mehr nach, das ist krass. Ja, deswegen sollte es am besten hinter mir hinterher fliegen, dass wir nur einen haben, der aufdeckt. Ja. Wäre ideal. Ich gucke nur gerade hier was mal eben. Piratenschiff sieht leer aus, aber es kann, glaube ich, täuschen, ne? Das kommt erst, wenn du 16 Chunks entfernt oder 16 Blöcke entfernt bist, oder? 16 Chunks, 16 Blöcke. Irgendwie sowas. Oh, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt hat er sie gespawnt. Wo bist du denn noch? Du bist Richtung Norden, oder? Nordwesten. Great Nordwesten. Ja, da war ich eigentlich auch hin. Oh, mein Jetpack ist leer. Nur noch 4%. Da musst du mal zwischenlanden. Wo denn? Ja, im Wasser. Und? Das war's. Depleted. Müsste eigentlich gehen, wenn du im Wasser zwischenlandest. Lädt er auf? Nein, er lädt nicht. Wo bist du ungefähr? Warte mal, Energie habe ich noch 617k. Jetzt habe ich 100%. Alles klar. Ja, dann hat sich das aber bald erledigt, wenn wir jetzt nicht mal langsam was finden. Ich muss die Batterie immer angucken, sonst lädt er nicht. Das ist der Witz dabei. Ja, hast du die nicht unten in der Leiste oder was? Ach, du meinst die Tastleiste? Ich hab den Bobble im Inventar. Nee, dann lädt's nicht, das ist klar. Lädt er schon, ich muss nur jedes Mal das Ding angucken. Ja, richtig. Aber wenn du es halt in der Tastleiste hast unten, dann lädt das automatisch. Ja, dann werde ich das wohl machen. Dann lädt das sogar während des Fluges. Wenn du die einmal in die Hand nimmst. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ah, da bist du. Oh, warte, stopp, was? Stopp. Was ist das hier unten? Ja, er hat aufgeladen, während ich das Ding in Hand genommen habe. Was ist das hier unten? Was leuchtet hier unten im Fußboden, im Wasser? Gute Frage. Das sind, glaube ich, auch solche versteckten Dungeons. Die selten sind. Nee, die sind nicht selten. Also ich sehe gleich zwei Stück. Ja, nimm du den rechten, ich nehme den linken. Nö, ich fliege gleich weiter. Weil unsere Energie wird langsam echt kritisch.
Das ist Amber. Vergiss es. Das sind diese Viecher drin. Ja. Ah, die. Da ist noch ein Tempel. Ja, ich sehe es gerade, noch ein Unterwassertempel. Alter, warum kommt denn hier. Ey, guck mal, wie viel Wasser wir jetzt schon hinter uns gebracht haben. Ja. Nur Wasser. Nur der Ozean. Da hinten kommt, auf der linken Seite kommt eine Insel. Was scheint nur eine kleine Insel zu sein, ne? Ja, da kommt dann. Ja, ich seh's. Alter, es stürmt so dermaßen im Mond. Das ist Wahnsinn. Ja, die Nacht war bei uns ein bisschen Wind. Das Fenster hat minimal geklappert, aber war nichts. Ja, war nichts Weltbewegendes. Ja, und die Insel ist auch nichts Weltbewegendes. Nein, ich seh's, die Insel ist leer, da ist gar nichts. Ein Kompass wäre hilfreicher gewesen. Aber Enderman ist da. Ja, klatschen! Brauchen Enderperlen. Zwei Endermänner sind die sogar. Na, ich suche gerade den zweiten. Raus, weiter durch. Ja, ich sehe ihn. Oh shit, ich bin gleich tot. Ja, flieg weg! Ich will auch was tun. Das waren zu viele Viecher. Enderperle, die haben sich gegenseitig gekillt. Wo ist das? Das ist da ist er. Sieht nicht so aus, als wenn ich die Enderperle gekriegt hätte. Hab ich. So, dann geht's. Doch, weiter. Ich hab sie gekriegt. Ich auch. Gut, dann. Ja, oh, jetzt deckt mal auf, jetzt kommt natürlich noch das Server-Backup dazu. Aber er hat es geschafft. Da hinten ist noch eine Insel. Na, wenigstens haben wir noch ein paar Enderperlen gekriegt. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, aber die Calculation Press wäre mir deutlich lieber gewesen. Mir auch. Noch ein Tempel, der Wassertempel. Die habe ich auf meinen Singleplayer-Karten nie so häufig entdeckt wie hier. Da ist ein. Ich sehe ihn. Komm schon. Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger der Fall. Meine Batterie ist leer. Okay, ich habe noch ein bisschen was dabei an Speicher. Ich habe noch mal bei mir in der Batterie noch mal ein bisschen aufgeladen. Nee, ich habe noch ein bisschen etwas drin, aber minimal. Oh, Standbild. Oh, da ist noch so ein scheiß Viech drauf. Machen wir weg. Hast du weg? Ist weg. Silicon. Oh, warte mal. Ich glaube, wir haben die richtige. Ja? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz aufbauen. Oh, warte mal, hier sind Eigen Golems, ich muss da aufpassen. Golems habe ich noch nie hier gesehen. Was? Ja, welche Golems habe ich noch nie hier gesehen? Wir haben die richtige. Komm mal hier auf den Baum. Moment, ich möchte die Truhe abbauen. Ich will einen Golem haben. Wir können auch einen Eisengolem bauen, wenn du willst. Ja, aber ich will ihn töten. Die droppen nicht mal lustige Sachen. So weg.
Wie schon die spawnt? Ja. Also in Natura habe ich noch nie einen Eisengolem spawnen sehen. Also wir haben es tatsächlich geschafft. Yep, wir können nach Hause. Ah, wunderbar. Liebe Zuschauer, wie ihr seht, wir haben bis zum Ende dieser Folge unser Ziel erreicht. Oh, Alter, das war gerade so. Ja. Das war's auch schon wieder für diese Folge, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind ungefähr glücklich. Wir haben endlich die fehlende Presse. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.